Das Münztelefon läutete. Ich hatte das Gefühl, der Anruf galt mir. Hallo? Alan Wake? Ja. Wissen Sie, wer ich bin? Nein. Wer spricht? Das klären wir später. Die Spione sind überall. Schatten. Ich fühlte mich, als hätte ich ein Déjà-vu. Hatte ich diese Konversation schon einmal? Alan, hören Sie gut zu. Caldera Street Station, die U-Bahn. Sie müssen dorthin. Ich melde mich später wieder. Gehen Sie dann ran. Kenne ich Sie? Ich kenne Sie irgendwoher. Sie haben es wieder vergessen. Wir sitzen im selben Boot. Keine Sorge. Ich mach das. Wir haben einen tollen... Die Verbindung. Hallo? Hallo? Ja. Der Mann hatte Caldera Street Station gesagt. Ich musste dorthin. Das Caldera Street Station Schild war da, doch ich sah keinen Eingang. Ich musste ihn erscheinen lassen. Vielleicht könnte ich mit der Lampe den Eingang zur Station finden. Stand es so auf der Seite geschrieben. Was zur Hölle? Oh, hey. Sie waren bei Doors Show. Alan Wake, Autor. Ich bin Alex Casey. Ich untersuche einen Mord. Kommen Sie. Was ist das? Da ist ein Beweisstück, ein Manuskript eines Romans. Sagt Ihnen nichts, oder? Ein Manuskript? Welches Manuskript? Ich muss es sehen. Gerüchten zufolge enthält das Manuskript Details zu den Morden. Ein mörderischer Kult ahmte die brutalen Taten der Geschichte nach. War Wake ihr Anführer? Hatte er sie geschrieben? Wie weit würde er für das perfekte Kunstwerk gehen? Oder würde er das nächste Opfer sein? Bleiben Sie hier. Warten Sie! Ich brauche eine Waffe! Niemals! Casey! Verdammt! Ich erinnere mich, wie ich im Traum in dieser Gasse gestorben bin. Er hat mich wieder und wieder
umgebracht. Sie werden es nicht bekommen. Sie glauben, sie wissen etwas. Sie wissen gar nichts. Und das wollen sie auch nicht. Sie bekommen, was sie verdienen. Dies war ein Echo der Bücher, die ich früher geschrieben hatte. Als ich Caseys Pistole aufhob, fühlte ich mich in der Rolle des Detektivs. Ich besaß nun Licht. Ich musste zurück zum Eingang der U-Bahn-Station. War jetzt dunkel und rastlose Schatten versperrten mir den Weg. Ich konnte den U-Bahn-Zugang jetzt mit dem Licht öffnen. Ich konnte das Licht dazu nutzen, die Schatten zu bannen. Weder durch den Regen noch durch eine Therapie mit Dr. Jack Daniels. Sie blieben bestehen, blaue Flecken unter meiner Haut wie Tattoos, Blutergüsse in meiner Seele, Narben in meinem Herzen. Es regnete unaufhörlich weiter und ich trank unaufhörlich weiter. Verdammt!
Der Zugang zum Bahnsteig war versperrt. Ich hatte ein Ticket. Etwas am Bahnsteig kam mir bedeutsam vor. Es könnte für meine Geschichte relevant sein, doch es brauchte noch mehr. Etwas war hier. Eine halb vergessene Erinnerung. Ein Echo. Ein FBI-Agent war vor mir hier und einem Mörderkult auf der Spur. Er war verschwunden und für tot erklärt worden. Der Kult hinterließ mir Hinweise von einem Tatort zum nächsten. Und durch das Verbinden der Orte ergab sich auf der Stadtkarte ein grobes Bild. Caldera Street Station. Der Name ließ mich an die Austrittswunde einer Patrone denken. Ein Moment der Inspiration. Der Geist meines erdachten Detective. Ein Handlungsstrang, den ich nutzen konnte. Ich hatte einen Ort und einen Handlungsstrang. Der dunkle Ort hatte auf meine Geschichte reagiert. Der Weg in die Tunnel war nicht mehr versperrt. Der FBI-Mann hatte der Dunkelheit ins Auge geblickt. Sie hatte ihn verschlungen. Die Schienen führten in den Tunnel. Hier würde ich weiterkommen. Die Blutspur führte immer weiter in die Dunkelheit. Mist. Das hört sich nicht gut an. Da war etwas versteckt. Ich hätte eine Seite gefunden. Darauf stand ein Satz, der sich immer wiederholte. Die Worte klangen bedeutungsvoll. Waren sie von mir? Die Tunnel waren ein Labyrinth. Ich folgte der Blutspur. Noch ein Ort für die Geschichte. Ich musste die Tunnel nach weiteren Visionen durchsuchen. Inspiration für die Geschichte, die mich weiterführen würde. Ich änderte die Geschichte und damit auch den dunklen Ort. Verfall bringt Unheil mit sich. Der Kult kann dich mit seiner Magie überall erwischen. Was soll die Tagschicht machen? Was ist eigentlich passiert? Ein Fett hat nach dem Kult gesucht. Doch es war eine Falle. Ein satanisches Blutopfer. Wer sich mit dem Kult einlässt, wird auch geopfert. Sein Anführer soll der berühmte Autor Alan Wake sein. Sein verdammter, ruchloser Messias. Klingt nach Schwachsinn. Die Blutspur verschwindet unter den Trümmern. Ich dachte mir schon, dass dort etwas... Der Bundesbeamte suchte hier nach Antworten. Doch was ihn hier erwartete, war schlimmer als der Tod selbst. Hier klang ein weiteres Echo nach. Eine Quelle der Inspiration. Das heißt, Ihre Forschung könnte helfen, Ma'am. Was wissen Sie? Es gibt mehr als eine urbane Legende über den Kult des Wortes. Der mörderische Kult nutzte diese Tunnel für seine Opferrituale. Es heißt, der Kult habe die Morde in Alan Wakes Krimis nachgeahmt. Und dass Wake sogar selbst unter falscher Identität daran beteiligt war. Und zwar als Mr. Scratch, der Spitzname des Teufels persönlich. Es war verstörend, mich selbst in der Geschichte zu erkennen. Doch ich war verzweifelt. Und es fühlte sich richtig an. Meine
Das Wasser war verschwunden. Der Weg war frei. Ich hörte ein Summen. War es das Risiko wert, herauszufinden, wer es war? Er sperrte mir den Weg, doch er war nicht ohne Grund hier. Er spielte eine Rolle. Dieses neue Thema bringt mich tiefer in die Geschichte. Hallo? Jemand da? Tot. Szene und Handlungsstrang sind zusammen. Warum fahren Sie fort, Ma'am? Ab diesem Zeitpunkt wird die Geschichte des Kults wahrlich verstörend. Die Kultisten verfolgten die Fackelträger, die in den Tunneln lebten. Sie sperrten sie dann in einem entgleisten Waggon ein, übergossen ihn mit Benzin und... naja. Wie schön. Dann wird eine Geistergeschichte daraus. Es heißt, der dunkle Rauch des Feuers zieht noch immer durch die Tunnel auf der Suche nach neuen Opfern. In dieser Stadt gibt es kein Happy End. Der Handlungsstrang fühlte sich wichtig an. Nutzbar für eine der gefundenen Szenen. Krank und verworren. Aber es funktionierte. Der U-Bahn-Waggon war völlig ausgebrannt. Ich kann ihn durchqueren. Scheiße. Nichts davon war real. Fahrt war versperrt. Irgendwie musste ich weiterkommen. Die Lichter würden mir helfen.
jeder Hall schien eine Geschichte zu erzählen. Da war eine neue Kulisse für die Geschichte. Die Halle war zum Versteck des mörderischen Kultes geworden. Der FBI-Mann hatte hier etwas gesehen, das ihn zur Flucht trieb. Ob das Beschwörungsritual wirklich etwas Übernatürliches oder die Massenpsychose völlig verklärter Spinner war, die Fakten waren klar. Der Kult beschäftigte sich mit Dingen, von denen man die Finger lassen sollte. Das Ritual war ein wichtiger Teil der Sache. Der Schlüssel, um den Tatort zu erreichen. Etwas an einer Szene zu ändern, ohne dort zu sein, war unmöglich. Ich fand einen neuen Rhythmus für die Geschichte. Thank you.
konnte das Dunkel nicht hören. Es war fort. Der Tunnel war jetzt offen. Ich gelangte hindurch. Es bereits gesehen. Ich erinnerte mich. Es war stets da draußen. Jagte mich. Den Tatort entdeckt. Irgendwie war das Herz des Opfers der Schlüssel. Etwas war anders. Ich fühlte mich meinem Zuhause so nah. FBI. Wer sind Sie? Was ist das? Wer sind Sie? Sie hört mich. Sie kann mich hören. Ich bin Saga Anderson, FBI. Ich bin Alan Wake. Ich sitze hier fest. Im dunklen Ort. Unter dem Cauldron Lake. Cauldron Lake. Sie? Ich versuche zu entkommen. Ich mache Fortschritte, aber ich bin in Gefahr. Das Dunkel. Hilfe! Bitte! Helfen Sie! Ich spürte es. Ich war ganz nah. Hatte mir die Frau in der Vision geholfen? Etwas hatte sich geändert. Draußen. Parliament Tower. Wo ich mit Alice lebte. Es war da. Und wartete.